Die Ortsfeuerwehr Twistringen wurde am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall gerufen auf der Fechter Straße zwischen Twistringen und Goldenstedt. Hier sollten wir Betriebsstoffe aufnehmen, weil ein Trecker mit seinem Gespann gegen einen Baum gefahren war. Als dann die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, gestaltete sich das Schadensbild also deutlich schlimmer, als wie zunächst vermutet, sodass noch weitere Kräfte nachgefordert wurden. Es ist ja ein Streckenabschnitt auf der Landesstraße von mehreren hundert Metern, der massiv mit Öl verschmutzt ist. Die Krafteinwirkung muss wirklich sehr enorm gewesen sein, weil selbst drei der vier Treckerreifen liegen hier im näheren Umfeld, die wirklich komplett von dem Fahrzeug dann abgetrennt wurden müssen bei dem Aufprall. Bei Verkehrsunfällen mit Traktoren hatten wir bisher noch nie so ein starkes Schadensbild. Deswegen, das unterstreicht nochmal wirklich die Kräfteeinwirkung, die bei diesem Aufprall von dem Trecker an dem Baum dann gewirkt haben müssen. Der Fahrer ist bei dem Unfall verletzt worden und mit einem Rettungswagen dann einem Krankenhaus zugeführt worden.